Willkommen bei einem weiteren Video für unseren Channel B-Part Gaming. Ich bin Tess und heute gibt es einen kleinen Nachbericht von dem Live-Qualifikationsturnier für die virtuelle Bundesliga. Und vorher erzähle ich euch, was ich euch jetzt hier so zeige, denn ich bin jetzt hier live im Saisonmodus und ich werde dann, während ich so ein bisschen von den Erlebnissen und Geschehnissen vor Ort erzähle, live in Liga 1 spielen. Und dafür habe ich mir einfach überlegt, spiele ich jetzt mal nicht mit diesen typischen 5-Sterne-Teams, sondern ich gehe ein bisschen runter. Das eine Team wird Arsenal sein, aber wir fangen an mit AC Milan. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe mit keinen der beiden Mannschaften bis jetzt irgendwann mal Liga 1 oder allgemein Saisonmodus gespielt. Und von daher weiß ich ehrlich gesagt gar nicht so viel jetzt über die Kader oder ich kann jetzt gar nicht so bestimmte Spieler oder ähnliches empfehlen. Ich spiele jetzt hier auch mal in einem 4-3-2-1, um einfach, sage ich mal, auch da ein bisschen Abwechslung reinzubekommen, dass ich jetzt hier nicht in einem 4-1-2-1 voraufstelle, wie ich eigentlich normalerweise immer spiele. Und daher dann hier einfach Balotelli vorne drinne, ist natürlich eine geile Neuverpflichtung. Und El Shaarawy und Robinho dahinter in den Spitzen ist, glaube ich, auch ganz cool besetzt. Das Mittelfeld finde ich auch nicht schlecht. Montolivo vielleicht ein bisschen langsam, aber sehr passstark. Und ich glaube auch ja, ganz dribbelstark. Schauen wir mal so hier. 82 Dribbling, okay. Ballkontrolle 86, das geht schon klar. Nocerino und Boateng sehr kampfbetont. Und von daher ist es eigentlich ganz solide. Lässt sich ganz gut aufstellen, die Mannschaft. Auch im 4-3-2-1. Und dann versuchen wir jetzt gleich mal unser Glück in Liga 1. Wir haben ja gerade gesehen, ich habe jetzt, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Spiel mal in Liga 1 gespielt habe, aber das letzte Spiel habe ich jedenfalls unentschieden gespielt. Und ja, ich möchte in dem Video einfach so ein bisschen über meine über die Geschehnisse und meine Erlebnisse vom virtuellen Bundesliga-Event oder Qualifikationsturnier in Berlin erzählen, für diejenigen, die nicht wissen, um was es geht. Ein Turnier von EA veranstaltet, virtuelle Bundesliga in Berlin, 128 Teilnehmer und der erste gewinnt dann einen Platz für das Finale in München von der virtuellen Bundesliga, wo 64 Leute teilnehmen und ein Kopfhörer, ich glaube, vielleicht von einem Wert von 200 Euro oder sowas. Gut, das war so das Grundsetting und ich kann jetzt einfach schon mal vorweggreifen, ich habe leider im Finale das Spiel verloren und das werde ich jetzt quasi mit euch so ein bisschen ja aufarbeiten und ich muss einfach von vornherein sagen, ursprünglich vor dem Turnier hatte ich einfach schon ein sehr, sehr gutes Gefühl. Ich war irgendwie sehr gut in Form, fand ich. Ich war vom Mindset her sehr, sehr, sehr gut drauf und war sehr motiviert. Und ich hatte einfach, sage ich mal, auch so meine Erlebnisse und Geschehnisse oder auch Erfahrungen in Essen und in Frankfurt gemacht. Und von daher war ich sehr motiviert und ich hatte einfach schon mir gute Chancen ausgerechnet. Mir war eigentlich klar, dass ich, sage ich mal, das Potenzial habe, da weit zu kommen und auch die Chance habe, das Ganze mal zu gewinnen. Aber dazu gehört einfach nur mehr als nur das Zeug dazu mitzubringen, sondern man muss dann auch einfach, sag ich mal, die Leistung bringen und zum anderen auch ein bisschen Glück haben, dass es einfach so gut läuft, wie es dann halt läuft, wenn man ins Finale kommt. Und dann, was der andere Punkt ist, ich war gut drauf, ich warte, sag ich mal, ja, hatte mir schon Chancen ausgerechnet, aber zum anderen war die Gruppe sehr, sehr stark. Das wusste ich schon vorher, denn da war zum einen der Lino drin und zum anderen der Timo. Und die beiden haben schon sich online so gut wie sicher einen Platz für das Finale qualifiziert. Trotzdem haben sie jetzt quasi an dem Turnier teilgenommen, weil sie einfach, sag ich mal, ein bisschen Training haben wollten. Einfach schon mal offline spielen und so einfach die ersten Erfahrungen mit dem Modus offline machen. Und deswegen haben die beiden teilgenommen und ursprünglich war auch noch der dritte, ein weiterer Spieler, der auch, sag ich mal, bei FIFA Online Ligen aktiv ist und auch, sag ich mal, ein sehr starker, erfahrener Spieler ist. Und das ist eigentlich normalerweise jetzt von der Gruppenkonstellation ziemlich heftig, dass man zwei Leute hat, die sich schon fürs Finale qualifiziert haben. Und zum anderen, dass also dann noch einen, der auch, sag ich mal, im E-Sport aktiv ist und dann noch halt mich, der mir auch schon gezeigt hat, dass er bei so einem Turnier ein bisschen weiterkommen kann. Und daher war einfach klar, die Gruppenphase kann richtig heftig sein. Und wenn man da nicht von vornherein voll dabei ist, kann es schnell dazu führen, dass man auch da in der Gruppenphase rausfliegt, weil alle vier Spieler sind gut. Und der eine ist dann nicht angetreten, derjenige, der bei FIFA Online Ligen aktiv ist, ich glaube Markus Kleinstauber heißt der, der ist nicht gekommen und dann quasi wurde ein Ersatz reingelost in die Gruppe und der hatte dann im Nachhinein, glaube ich, gemerkt, dass er ziemlich Pech hatte mit seiner Gruppe, der hat sich aber sehr, sehr gut geschlagen, aber dazu kommen wir jetzt. Mein erstes Spiel war eigentlich gegen Timo angesetzt und das allgemein das erste Spiel in der Gruppe war von, oh, das wird schwer, ja, war von Lino gegen denjenigen, der quasi als Ersatz in die Gruppe reingelost wurde. Und da hat Lino überraschend nur 1-1 gespielt. Das habe ich ja eben gerade schon angedeutet. Der reingelost wurde, hat sich sehr gut geschlagen. Und dann kam schon direkt ein Promoter auf uns zu und hat gesagt, okay, Benny und Lino, euer Spiel wird vorgezogen. Es war eigentlich ursprünglich das letzte Spiel in der Gruppe angesetzt.
Und ihr spielt jetzt dann direkt im Livestream. Lino wurde an dem Tag auch von einem Kamerateam von EA Sports TV verfolgt. Also da wurde schon vorher so ein bisschen, sag ich mal, die Werbetrommel gerührt, dass der ein guter Spieler ist und auch da dann gute Chancen hat, weit zu kommen. Machen wir hier die Flanke auf den zweiten, aber Balotelli kommt dann leider nicht ran. Und daher war dann so ein bisschen Interesse auch schon da gegeben. Und wir haben dann direkt das erste Spiel im Livestream gespielt. Also mein Spiel wurde gegen Lino vorgezogen. Ich war darüber nicht so sonderlich glücklich, weil ich überhaupt noch nicht eingespielt war an dem Tag. Also ich hatte ganz kurz mal gegen Georg gespielt, ungefähr so 15 In-Game-Minuten. Und Lino hat natürlich gerade eben das Spiel schon gespielt gehabt. Und von daher wäre es mir lieber gewesen, wenn ich auch schon mal ein Spiel gespielt hätte, bevor ich gegen Lino ran muss. Jedenfalls im Livestream dann das erste Spiel gespielt. Die Station im Livestream lief an dem Tag irgendwie nicht sonderlich so prickelnd. Input-Lag ist immer noch da. Also man hat bei allem, was man eingibt, 200 bis 300 Millisekunden Verzögerung. Und ich habe das inzwischen auch von mehreren Spielern bestätigt bekommen, dass es denen ähnlich geht. Also es ist jetzt nicht, dass ich mir das einbilde, sondern es gibt mehrere Leute, die das auch beobachten. Und ziehen wir mal hier voll drauf mit Balotelli und dann mit El Sharabi das Kopfballduell leider nicht gewinnen können. Aber Nocerino ist da. Und ah, der Pass ist scheiße. Von daher, ja, lief es nicht so sonderlich rund im Livestream auf der Spielstation. Aber ja, ich habe recht früh einen Kopfballtreffer erzielt gegen Lino und ich konnte dann auch dieses 1:0 über die Zeit retten. Und das war natürlich echt ein wichtiger Sieg und auch wirklich ein Bombenstart in die Gruppe, dass ich direkt gegen, ja, wahrscheinlich mit einer der stärksten Spieler. Gut, das kann man in der Gruppe kaum sagen, weil die Gruppe einfach sehr ausgeglichen war mit uns dreien. Und da der direkte Sieg war einfach super wichtig. Und der Sieg wurde richtig wichtig, habe ich dann erst so dann auch danach gemerkt, als es dann quasi die Gruppe zu Ende war, aber das erzähle ich auch gleich. Denn ein zweites Spiel habe ich dann gegen Timo gespielt, also auch der andere, der sich auch schon online so gut wie sicher qualifiziert hat, weil er einfach Top-Supporter von einem Verein ist. Und gegen den habe ich dann leider 1:0 verloren. Er ist ja recht früh auch hier in Führung gegangen und ich habe es dann leider nicht geschafft, das Spiel noch zu drehen oder zumindest auszugleichen. Er hat dann am Ende gesagt, dass das Spiel zu Ende war, ich hätte dominiert. Kam mir nicht zwingend so vor, aber ja, wenn er eher der Meinung ist, dann wird es wahrscheinlich schon gewesen sein, dass ich wahrscheinlich ein bisschen mehr Spielanteile hatte. Aber er hat das Spiel 1:0 gewonnen. Bringt mir nichts, wenn ich da vielleicht ein bisschen mehr Spielanteile hatte. Und ja, dann war die Ausgangssituation, okay, ich habe 3 Punkte, ein Spiel gewonnen, ein Spiel verloren. Und ja, dann habe ich jetzt noch das letzte Spiel gegen denjenigen, der quasi in die Gruppe noch reingelost wurde, vorher jetzt online nicht so stark bekannt war oder ähnliches. Oh, die kommt gut. Und Timo hatte gegen ihn 5:0 gewonnen. Und daher habe ich mir natürlich schon Chance ausgerechnet, dass ich das Spiel gewinne. Das Problem war aus meiner Sicht so ein bisschen. Oh, Balotelli, wie er sich hier durchsetzt, so geil. Aber er wird einfach nicht vom Ball getrennt. Er ist ein Tank. Oder ein Panzer. Und dann die Flanke nach hinten in den Rückraum. Und boah, wird gut geblockt hier. Das Problem war dann, das letzte Spiel in der Gruppe ist dann Timo gegen Lino. Und die beiden sind befreundet. Die beiden sind zusammen angereist. Also die beiden kennen sich und sind beide, wie gesagt, schon qualifiziert und die beiden haben das einfach als Trainingseffekt genutzt. So, und jetzt hatte Lino einen Punkt und ja, das sage ich mal so, es wird, nach meinem Befinden, gab es die Möglichkeit, dass es für Lino kein Problem wird, gegen Timo zu gewinnen, weil es ja sein kann, weil nämlich Timo schon mit, oh, geiler Treffer hier vorne, Nocerino. Timo hatte nämlich schon 6 Punkte, war schon durch und die Ausgangssituation war dann so, dann wenn Lino das Spiel gewinnt und dann gegebenenfalls Tordifferenz quasi zählt, dass er dann auch durchkommt. Und da hatte ich mir dann schon Sorgen gemacht, dass vielleicht ein Unentschieden nicht reichen würde jetzt gegen den Gegner, gegen den ich jetzt spielen muss. Dann habe ich nämlich auch 4 Punkte, Lino hat 4 Punkte und Timo wird dann gegebenenfalls das Spiel so hoch verlieren, dass auch Lino durchkommt und ich dann quasi als Gruppendritter ausscheide. Das waren meine Bedenken, die ich hatte. Aber ja, ich habe dann mein letztes Spiel gegen den Unentschieden gespielt. Das war dann das Problem. Ich habe 4 Punkte. Lino kann auch 4 Punkte erreichen. Wie geht's dann weiter? Tordifferenz oder direkter Vergleich? Und glücklicherweise war es so, dass es direkter Vergleich ist. Und somit hätte auch Lino 8:0 gegen Timo gewinnen können und es hätte nicht gereicht. Ich habe danach nochmal mit beiden drüber gesprochen. Die haben gesagt, sie hätten sowas nicht gemacht. Das hätte ich auch sehr grenzwertig gefunden, wenn sowas passiert wäre. Und finde ich auch gut, dass sie das quasi, sagen wir mal, ausschließen, dass sie sowas gemacht hätten und das vernünftig ausgespielt hätten, so wie sie es das gehört. Aber ich hatte damals, oder während dem Spiel, während ich mein letztes Spiel gespielt habe, die Bedenken, hey, wenn ich jetzt hier nur Unentschieden spiele, kann es sein, dass ich deswegen rausfliege. Und da habe ich dann schon probiert, auch so ein bisschen auf Sieg zu spielen.
Ist mir nicht gelungen, weil mein Gegner in der 83. den 2-2 Ausgleichstreffer geschossen hat und danach hatte ich zwar noch gute Chancen, aber ich habe es leider nicht geschafft, das Spiel noch zu gewinnen. Der Sieg wäre quasi das sichere Weiterkommen gewesen. So musste ich noch ein bisschen bammeln, bis mir gesagt wurde, denn der direkte Vergleich zählt und da habe ich halt gegen Lino im Livestream 1-0 gewonnen und somit habe ich es dann mit 4 Punkten mit Ach und Krach als Gruppenzweiter geschafft. So, also damit war ich dann schon nicht so sonderlich zufrieden, dass die eine Niederlage, also der Sieg gegen Lino war jetzt schon nicht so sonderlich überzeugend, einfach nur mit einem 1-0 und ansonsten halt nicht so viele Chancen erarbeitet. Die 1-0 Niederlage war natürlich auch nicht so pralle, ist ja auch klar. Und das 2-2, gegen den er letztendlich Gruppenletzter geworden ist und hat sich sehr gut geschlagen dafür, dass er so eine heftige Gruppe erwischt hat. Aber dennoch war das dann einfach zu wenig. Und da, wie gesagt, vorher hatte ich gesagt, ja, da kann heute was gehen. Dann nach den Gruppenspielen hatte ich schon gesagt, okay, das wird heute entscheidend schwer. Also da war ich nicht so sonderlich überzeugt von meinem Spiel. Und dann so das übliche Prozedere. Die Gruppenphase ist vorbei. Oh, das Pech gibt das Elfmeter. Gruppenphase ist vorbei. Und jetzt müssen erstmal alle Gruppen zu Ende gespielt werden. Und danach ja, ist eine kurze Pause, dann wird ausgelost und dann geht es weiter in die K.O.-Phase. Noch 64 Spieler verbleibend. Und ja, ich nur als Gruppenzweiter, das heißt, ich bekomme den Gruppenersten zugelost. Georg war auch da von Bpart Gaming und Moritz, mit dem er vorher bei FIFA Twice zusammengearbeitet hat auf dem YouTube-Kanal. Und ja, Moritz und Georg sind beide Gruppenerster geworden. Und ja, dann kam es halt so, dass ich Moritz als Gruppenerster zugelost habe in der ersten K.O.-Runde. Da, ich habe es erst gar nicht gecheckt, den Namen wurden aufgerufen, ich habe meinen Namen gehört und ich so, alles klar, ich habe mich so von den beiden verabschiedet, yo, eieiei, Glück gehabt. Ich habe mich so von den beiden verabschiedet, ich habe gesagt, hier, viel Erfolg und dann so, ja, ist der Moritz mitgekommen so und hat mich noch angeschaut so, ja, jetzt ernsthaft, ich so, ja klar, wünsche ich dir viel Erfolg, so nach dem Motto, ja, wir spielen gegeneinander, so, Moritz, ja, spielen wir jetzt so dann mal in der ersten K.O.-Runde gegeneinander. Oh, schöner Übersteiger von El Sharawi, ist jetzt hier auch durch. Lehm mal außen vorbei, scheiße, toll, der kommt ran, schieß mal einfach mal Volley rein und dann, oh, El Sharawi nimmt ihn mit der Brust an hier im 16er. Ja, dann war quasi die erste K.O.-Runde einfach gegen Moritz von FIFA Twice, der Gruppenerster geworden ist und damit natürlich auch ein starker Gegner. Ich kann ihn vom Niveau, kann ich schlecht einschätzen, ich habe gegen ihn online noch nie gespielt. Ah, oh, Glück gehabt. Gegen online auch nie gegen ihn gespielt, von daher keine Ahnung, wie gut er ist oder wie gut er war. Und dann vor Ort ist das immer noch mal was anderes. Er geht gegen mich... Oh, da macht er stark, aber ein schwacher Abschluss. Er geht gegen mich 1-0 in Führung. Auch recht früh über einen Flankentreffer. Allgemein, ich bin so nicht wirklich zufrieden mit meiner Spielanlage bei der virtuellen Bundesliga offline. Weil ich super... Oh, fuck. Super starker, schwacher Abschluss hier gerade vom Spieler. Weil ich super viel über Flanken spiele, weil es läuft einfach nicht so rund, es läuft irgendwie nicht so, wie ich es mir vorstelle. Meine Spielanlage finde ich irgendwie ein bisschen zu eindimensional. Jedenfalls hat er auch einen Kopfballtreffer gemacht, hat er sich stark über außen durchgesetzt, kommt zu einer guten Flankensituation, ich glaube mit Ribéry und einer seiner Stürmer nickt dann ein und er geht früh in Führung. Allgemein, das ist sowieso das Thema dieses ganzen Turniers, was ich in Berlin gespielt habe. Erstmal muss ich Rückstände drehen. Und das stand dann auch die ganze Zeit so, ich habe eigentlich, sage ich mal, danach sehr gut gespielt oder ganz vernünftig gespielt. Ich habe ihn eigentlich immer wieder zu Fehlern zwingen können, aber ich konnte die Fehler, oder er hatte immer so ein bisschen noch so Dusel gehabt, dass es nicht dazu kam, dass ich den Fehler habe ausnutzen können. Und so ist das Spiel dann vor sich hergegangen, bis dahin natürlich noch nicht so wirklich hundertprozentig, dass ich sage, ja, der muss gehen oder der muss einfach rein. Aber so, dass ich sagen kann, ja, daraus kann einfach dann auch mal ein Tor entstehen. Und dann habe ich irgendwann umgestellt. Oh nein! Ich habe eigentlich zurückgepasst. Jetzt verpasst er... Oh, komm, der geht daneben schön. Und dann habe ich umgestellt auf Dreierkette. Er stellt auf Fünferkette um. Und ich mache dann, glaube ich... Er hat bis zur 80. Minute oder sowas geführt. Und dann mache ich über eine Flanke einfach das 1-1. Und so habe ich mich dann quasi in die Verlängerung gerettet. Und ich werde da auch schon wieder fast... Wäre dann schon fast wieder ausgeschieden. Ich bin ja in Frankfurt im ersten K.O.-Rundenspiel ausgeschieden. In Essen habe ich... Nein! In Essen habe ich... auch quasi ein 2-0 zurückgelegen in dem ersten K.O.-Rundenspiel und habe das noch gedreht. Und hier muss ich es dann schon wieder drehen. 80. Minute gelingt mir dann der Ausgleichstreffer, gehen in die Verlängerung und irgendwann schieße ich dort den Führungstreffer und in der 90. Minute holt er sich dann noch mit neuer Rot und es gibt nochmal einen Elfmeter, den ich dann zum 3-1 gegen Robben verwandle, weil er den einwechseln musste, weil er schon alle Wechsel aufgebraucht hatte. Und den ziehen wir mal voll drauf und Balotelli wird abgefälscht, aber kein Problem hier für Sirigu. Und so habe ich dann das Spiel ja, gegen Moritz drehen können, habe 3-1 gewonnen und ja, so zufrieden, ja, also
Ist natürlich immer geil, nochmal ein Spiel zu drehen. Das ist dann auch einfach nochmal gut für das Mindset oder einfach für den Kopf, dass man in der Lage ist, dass man auch Spiele drehen kann. Und dann ist es halt immer, das ist das Krasse. Man hat dann so vor der K.O.-Phase eigentlich so eine gewisse Pause. Ich denke mal so eine Dreiviertelstunde ungefähr oder eine halbe Stunde. Und danach geht's Schlag auf Schlag. Man hat nicht groß nachts oder Zeit nachzudenken, gegen wen man jetzt spielt oder wer das ist oder ob der gut ist, ob der schlecht ist, keine Ahnung. Hat man überhaupt gar keine Zeit für, sondern man geht einfach so klar, nächster Gegner setzt sich hin, redet kurz mit ihm, macht daneben die Einstellung und spielt dann einfach. Das ist einfach nur Tunnel, FIFA spielen, nächster Gegner etc. pp. Ich weiß jetzt auch ehrlich gesagt die Spielverläufe von den ganzen Spielen nicht so wirklich auswendig. Oh, schade, El Charivi hat kurz angedeutet. Machen wir hier die Flanke auf El-Sharawi. Ja. Und Flugkopfball und Latte. Super. Schade. Und ich weiß es nicht, wie ganz genau die Spielverläufe waren. Ich glaube, der nächste Gegner ist auch wieder 1-0 gegen mich in Führung gegangen. Ich habe das 1-1 geschossen. Und danach wäre dann Verlängerung gewesen. Ich habe das Spiel ist 1-1 zur Halbzeit schon so gestanden. Danach haben wir uns eine Halbzeit lang, sag ich mal, neutralisiert, wie man so schön sagt, im Fußballer-Kommentatoren-Fachjargon. Und, oh, das ist natürlich ein hartes Einsteigen. Und dann hätte die Verlängerung begonnen und genau da in dem Moment kackt FIFA ab. Und der, ja, sag ich mal, unser Promoter oder das Crewmitglied oder derjenige, der halt die Organisation für uns gemacht hatte, hat gesagt, okay, alles klar, spielt dann einfach nochmal neu. Haben wir dann gemacht und das Spiel konnte ich dann, ja, recht souverän 3 zu 0 gewinnen. Vielleicht sogar, nee, ich glaube 3 zu 0 war es nur. Und, das war natürlich dann klasse und dann direkt gegen den nächsten Gegner. Da weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr, wie das Spiel ausgegangen ist. Ich habe es natürlich auch gewonnen, weil ihr habt ja schon gesagt, dass ich im Finale ausgeschieden bin. Vom Spielverlauf kann ich jetzt gerade nichts mehr sagen. Oh, gibt keinen Elfmeter. Vom Spielverlauf kann ich jetzt gerade nichts dazu sagen. Und danach war dann schon, glaube ich, Viertelfinale. Ich glaube, man muss drei Spiele spielen, dann ist man im Viertelfinale. Oder drei Spiele muss man gewinnen, dann ist man im Viertelfinale. Und da war es dann gegen, ich glaube, er hat gesagt, er hieß früher Shorty, er hat gesagt, dass er 2003 deutscher Meister war. Und da wusste ich natürlich, okay, das ist jemand, der sich nicht aus der Ruhe bringen lässt, der seine Erfahrung schon gemacht hat. Und, oh, schade, das habe ich nicht schlecht vorbereitet mit Balotelli. Der einfach auch schon so sagen wir, ein bisschen abgezockt ist, nicht so sonderlich nervös sein wird, etc. Ich habe am Anfang, haben wir ein bisschen, glaube ich, auch so ein bisschen getrashtalkt und ich glaube, er wollte mich auch so ein bisschen aus der Ruhe bringen, ich weiß es nicht ganz genau. Und er geht dann auch wieder 1 zu 0 in Führung, wie es einfach wirklich ständig passiert ist. Ich bin fast jedem Spiel mit 1 zu 0 in Rückstand geraten. Das Spiel habe ich jetzt hier 1 zu 0 gewonnen, zur Überraschung. Ich glaube, er hatte brutal viele Chancen gerade, der Gegner. Und die hat er einfach nicht so sonderlich gut ausgespielt. So ist das erste Spiel vorbei. Und er geht wieder 1 zu 0 in Führung. Aber hier konnte ich auch mal wieder durch eine Ecke den Ausgleich erzielen. Ich habe, glaube ich, auch so zwei bis drei Eckentore erzielt. Ich glaube, zweimal hat Kirchhoff meinen Innenverteidiger dann auch die Dinge reingekloppt. Und das ist natürlich immer klasse, dann so ins Spiel zurückgekommen zu kommen. Und dann habe ich noch in der ersten Halbzeit das Spiel zum 2-1 gedreht. Dann wollte er mich in der Halbzeit, glaube ich, so ein bisschen verunsichern. Hat gemeint, haben wir eigentlich die Halbzeitlänge umgestellt, weil die wird im Viertelfinale von 5 auf 6 Minuten erhöht. Er sagte, ja, das guckt man nachher nach, spielen einfach mal zu Ende. Und dann habe ich wirklich, glaube ich, sehr souverän das Spiel zu Ende gespielt. Ich habe es dann im Endeffekt 4-1 gewonnen und da einfach dann auch sehr überzeugend in der Verteidigung gestanden, sodass ihm da wirklich nicht so viel gelungen ist. Und ja. Dann da souverän weitergekommen mit einem 4 zu 1. Und das war dann schon Halbfinale. Und das ist natürlich dann so ein Zeitpunkt vom Turnierstatus, wo du merkst, wow, krass, noch zwei Siege und du hast das Ding gewonnen. Du bist jetzt wirklich sehr nah dran. Ich bekomme auch gerade eine leichte Gänsehaut, wenn ich einfach nur dran denke, dass man dann so weit ist. In dem Moment realisiert man das gar nicht so sehr. Aber man weiß, heute kann was gehen. Jetzt auch Halbfinale ist schon so ein Punkt im Turnier, wo du schon, sag ich mal, zufrieden sein kannst auf jeden Fall, dass du es so weit geschafft hast. Und das ist auch einfach geil, dass du dann einfach so in dieser Phase, wo die K.O.-Runde beginnt und das, wo dann so zack, 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 die Spiele hintereinander gehen und du quasi immer weiterkommst, dann bist du Achtelfinale, Viertelfinale. Das habe ich in dem Moment gar nicht so auf dem Schirm, aber Viertelfinale ist so der erste Punkt, wo du merkst, okay, jetzt kann man das Finale auch schon so ein bisschen benennen. Achtelfinale geht auch schon, aber Sechzehntelfinale ist einfach schon so vom Namen her viel zu lang. Und dann merkst du so, es werden immer mehr Leute oder immer weniger Leute in dem Raum spielen jetzt kompetitiv. Die sind jetzt immer noch im Turnier dabei. Und das ist halt auch geil, dass du dann quasi dich immer weiter durchsetzt und dass du noch einer der wenigen bist, die noch dabei sind und quasi noch irgendwie dieses Ziel, das Ganze zu gewinnen, vor Augen haben können. Und jetzt spielen wir quasi mit Arsenal. Habe ich ja jetzt hier schon angekündigt. Seht ihr ja, spiele ich jetzt hier in einem 4-2-3-1, auch hier einfach ein bisschen Abwechslung reinzubekommen. Nicht immer 4-1-2-1-2. Und auch Arsenal habe ich noch nicht online gespielt, von daher keine Ahnung. Und
Ja, das ist dann ein cooles Gefühl und da war es schon Halbfinale. Gut. Timo war auch noch drin, quasi gegen den ich in der Gruppe verloren habe. Der bin ich dann quasi nach vorne gegangen, habe ich gerade gesehen, ah, alles klar, das ist das erste Halbfinale. Und das andere Viertelfinale, quasi mein Gegner dann vom Halbfinale, war noch am Laufen. Da bin ich kurz hingegangen, da gab es anscheinend auch Probleme. Die haben durch die Verlängerung auch einfach nur nachgespielt und haben dann bis zur 30. Minute gespielt und der hatte dann 1 zu 0 in der Verlängerung, glaube ich, gewonnen. Und das war dann mein Halbfinalgegner. Er hat Fünferkette gespielt und das Spiel war dann auch wieder im Livestream. Also das war dann mein zweites Spiel im Livestream. Er hatte auch schon sein Spiel an dem Tag im Livestream gemacht, hat er gemeint, dass er nicht so zufrieden war, hat er einfach Glück gehabt, er hat, glaube ich, 30% Ballbesitz gehabt und hat dann im Elfmeterschießen gewonnen. Er spielt halt mit Fünferkette, spielt halt dann dementsprechend konterlastig, hat nicht so viele Spielanteile, ist halt seine Spielart gewesen, habe ich kein Problem mit. Wenn der Kommentator oder der Host an dem Tag mich nicht so nebenbei darauf hingewiesen hätte, gesagt, hier, das ist ja auch eine neue Situation für Benjamin, jetzt mal gegen eine Fünferkette, und dann merke ich so, was? Er spielt Fünferkette. Ich habe gar nicht drauf geachtet. Ich mache dann einfach in dem Moment einfach meine Formation und meine Einstellung und ich achte da gar nicht drauf, was für eine Formation spielt jetzt der Gegner oder was habe ich jetzt hier zu beachten oder ähnliches. Machen wir hier mal so einen langen Ball auf Walker, der natürlich wunderbar schnell ist. Müssen wir abbrechen. Oh, das ist kein Foul und oh, dann spielt der Walker hier auf die Füße, aber wird nicht drin gehalten. Oder er fängt den Ball nicht ab. Und so, dann hat er halt Fünferkette gespielt. Ich komme super gut ins Spiel ein. Ich habe 300-prozentig. Ich habe zweimal den Pfosten getroffen und einmal, sag ich mal, ist der Torhüter auf dem Boden und der wird immer noch geblockt. Der Schuss aufs leere Tor, so in etwa. Und aber ich bin da ruhig geblieben. Ich habe mich da nicht drüber geärgert oder sowas, sondern in dem Moment bringt's einfach nichts, da jetzt zu sagen, okay, ja, doof, eigentlich müsste ich jetzt schon 2-0 führen, sondern man muss dann einfach in dem Moment weiter fokussiert bleiben, einfach seine Leistung bringen und dann schafft man das einfach, weil man sich die Chance schon erarbeitet hat. Es gelingt anscheinend gegen den Gegner und dann muss man da ruhig bleiben. Und dann habe ich irgendwann das 1-0 geschossen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht wie. Keine Ahnung. Allgemein, sobald es dann, sag ich mal, in die heiße Phase da geht, da bist du in einem Tunnel. Okay, Glück gehabt. Bist du in einem Tunnel? Ich kann so wenig nur noch über die Spielverläufe sagen, merkt ihr ja zu teilen. Einfach, weil so ein bisschen wahrscheinlich auch Adrenalin dabei ist und es alles so schnell geht. Und man hat dann nicht so viel Zeit drüber nachzudenken. Jedenfalls gehe ich 1 zu 0 in Führung. Und ich weiß gar nicht, ob in der ersten oder zweiten Halbzeit. Das ist so geil. Und jedenfalls macht er irgendwann den Ausgleichstreffer. Und ja, gut, war glaube ich so seine erste richtige Chance in dem Spiel, war ein Kopfball. Danach hat er, ich habe in der zweiten Halbzeit sehr nachgelassen. Die erste Halbzeit habe ich sehr stark, sag ich mal, kontrolliert oder dominiert. Hatte viel mehr Ballbesitz, viel mehr Spielanteile, viel mehr Schüsse, viel mehr gute Chancen. Er eigentlich gar nicht so viel. Aber, machen wir hier kurz auf Sanja. Machen wir die Flanke jetzt hier auf Podolski. Aber Walcott ist noch da. Oh, scheiße, wie schlecht geführt. Aber jedenfalls hat er dann auch noch gute Chancen gehabt, nachdem er einen Ausgleich gemacht hat. Hatte da dann auf jeden Fall mehr am Spiel teilgenommen. Oh, das macht er stark. Jetzt wird er den Ball nach unten verteilen, wenn er gut ist. Ja, auf Reus, der nimmt den Volley und dann daneben. Dann hatte er auch mehr Spielanteile. Er hatte auch zwei gute Kopfballgelegenheiten, wo ich ein bisschen Glück habe, dass der Stürmer den nicht gedrückt bekommt und ins Tor verfracht oder aufs Tor bringt, sondern übers Tor schießt. Und dann habe ich mal wieder eine gute Kopfballgelegenheit. Klasnić setzt sich wunderbar, oder Klasnić oder Scholler, ich weiß es nicht, setzt sich wunderbar gegen Hummels durch und macht dann Innenpfosten Tor über eine Flanke und das war dann das 2 zu 1 im Halbfinale. Das Spiel konnte ich dann auch so über die Runden bringen und so stand ich dann im Finale und Timo, der quasi in der Gruppenphase gegen mich gewonnen hatte, der war dann auch im Finale. Das heißt, es gab quasi nur die Neuauflage von unserem Gruppenspiel und das sagt auch nochmal ein bisschen was über die Qualität von der Gruppe auf jeden Fall, weil wenn sich, oh, den schießt man in die kurze Ecke, oh, Pfosten, scheiße. Wenn sich da zwei Leute aus einer Gruppe bis ins Finale wieder vorkämpfen, das spricht dann auch, sag ich mal, wirklich schon so ein bisschen für die Qualität von der Gruppe. Und jo, ich hatte noch eine Rechnung offen quasi in dem Sinne. Und jetzt beginnt quasi das Drama. Auch hier ist es dann einfach so im Finale gewesen, dass er 1-0 in Führung geht. Ich habe da ein bisschen gepennt in der Verteidigung, hat er sensationell gut ausgespielt. Mit total einfachem Mittel spielt sein Stürmer bei 16 Meter, bei 14 Meter kurz an. Dann hat man die 50-50-Chance im Strafraum und er entscheidet sich für die richtige Seite. Oh, Podolski ist das hier. Ne, Gervinho, der sich hier wunderbar durchsetzt. Podolski und Gervinho zu verwechseln, ist auch so ein bisschen ein kleiner Fail. Und ja, da habe ich ein bisschen gepennt und dann so, ah, shit, das war jetzt ein absolut überflüssiger Gegentreffer. Und gegen den, der stand einfach schon auch in der Gruppenphase, in der Verteidigung so stark. Das hat ihn einfach so stark gemacht. Er hat sehr viel antizipiert, hat sehr, sehr viele Passwege zugelaufen. Es ist sehr schwer, gegen ihn das Spiel zu gestalten. Und da wusste ich schon so, okay, das war in der Gruppe genauso. Ich habe mir aber trotzdem meine Chancen erarbeitet. Das heißt, ich habe mir da auf jeden Fall dann auch was ausgerechnet, dass da noch was drin ist.
Und ich habe dann irgendwann auch hier über eine Flankensituation den Ausgleich erzwungen, indem der Torhüter den Ball hält, den Kopfball. Und danach der Nachschuss dann diesmal reingegangen ist. Im Gegensatz zum Halbfinale, wo so eine ähnliche Situation entstanden ist und ich dann quasi gegen den am Boden liegenden Torhüter gescheitert bin, war es dann hier quasi so, dass ich da dann den Treffer gemacht habe. War einfach geil dann, dass es diesmal so funktioniert hat. Machen wir mir so schönen Flügelwechsel. Und hier scheiße vorbereitet. Aber Cazorla, ja, war nix. War natürlich dann schön, dass es diesmal geklappt hat, dass ich dann so eine Chance mache. Und dann ist es 1-1. Sehr ausgeglichenes Spiel, die kommt gut. Oh, schade, die war kam eigentlich besser als zum 1-0. Und so ist dann das Spiel vor sich hergegangen. Ich glaube, jeder hatte immer wieder gute Chancen, immer gute druckvolle Situationen. Und dann in der 77. Minute mache ich mit klassisch das 2 zu 1. Es war so, ich hatte, ich glaube, ein bisschen Glück, mich auf den Außen durchgesetzt und konnte dann frei in den 16er reinlaufen, bereite den Abschluss ganz normal vor. Und dann schießt mein Stürmer gegen den Pfosten. Und der Torhüter ist, glaube ich, gesprungen, lag auf dem Boden. Und die Leute, habe ich halt mitbekommen, sind aufgesprungen. Wow, knapp, aber ich. Sag ich mal so, so geil. Ich habe weiter den Fokus aufs Spiel gesetzt. Ich habe die Situation gesehen, dass der Abpraller bei mir landet. Habe das, sag ich mal, sehr schnell verarbeitet und konnte danach direkt dann, sag ich mal, zu einer gefährlichen Flanke ansetzen, die dann auch mein Stürmer, glaube ich, direkt verwandeln konnte. Und Podolski jetzt hier. Oh, das Tor ist frei. Nehmen wir mal Volley. Aber den fängt er jetzt einfach. Und dann habe ich dann quasi direkt nach dem Pfostentreffer einfach das Spiel weiter, sag ich mal, konzentriert gespielt und habe dann direkt die nächste Chance dann erarbeiten können. 3 Sekunden danach ungefähr und habe sie dann einfach eiskalt ausgenutzt und das war dann der Führungstreffer und das war 77. Minute. Gegner stellt jetzt um. Ich habe dann auch die ersten Spielerwechsel vorgenommen. Hier fällt es mir einfach schwer, jetzt sage ich mal, ich habe es in meinem Spiel noch nicht drin, jetzt gezielt auf eine Fünferkette zu stellen, um einfach, sage ich mal, da zu mauern oder so. Ich mache es auch nicht so gerne, weil von der Vierer auf der Fünferkette musst du eigentlich einen Innenverteidiger einwechseln und dann nimmst du dir selber Möglichkeiten, nachher nochmal vielleicht, falls irgendwas schief läuft, sag ich mal, nochmal einzugreifen, nochmal gezielt, sag ich mal, umzustellen. Deswegen mache ich es nicht so gerne. Ich habe dann einfach zwei normale Wechsel vorgenommen, wo einfach die Spieler keine Luft mehr hatten und ich wollte das einfach vernünftig runterspielen und ich habe jetzt keine Ahnung mehr, was danach passiert ist. Ich habe keine Ahnung, wo ich was vielleicht besser machen kann. Ich habe keine Ahnung mehr vom Spielverlauf ab diesem Moment. Sondern ich weiß nur, dass er irgendwann in die Situation gekommen ist, bei ungefähr 88. Minute ist er vor meinem Strafraum. Ich weiß nicht, ob ich einen Fehler gemacht habe oder ob er es einfach sehr gut gemacht hat. Moritz hat danach gemeint, er hätte das auch einfach stark gemacht durch ein gutes Dribbling. Und hat sich dann da einfach, sag ich mal, so 2 Meter Raum erarbeitet vorm 16 Meter. Strafraum. Und ich habe einen kleinen Stellungsfehler gemacht. Ich habe vielleicht ein bisschen verspekuliert, das weiß ich. Aber ja, er hat da sich Raum erarbeitet und hat das dann eiskalt ausgenutzt mit einem Fernschuss aus 16 Meter ungefähr in die lange Ecke. 88. Minute ist das 2-2 gewesen. Und ja, dann geht es in die Verlängerung. Er stellt dann halt wieder normal zurück. Es geht ganz normal weiter. Glück, dass es keine Elfmeter gibt. Und dann schießt er halt irgendwann, hat er immer eine Situation, wo er mit einem Stürmer gegen meinen einzigen Verteidiger oder gegen einen einzelnen Verteidiger von mir läuft. Zieh mal außen vorbei. Ja, und den macht Podolski dann auch mit dem rechten. Schön, 2 zu 0. Und er hat dann immer eine Situation, wo er mit Hanke, glaube ich, gegen meinen einzigen Verteidiger sich, ja, ist im Duell und setzt sich dann mit dem L2-R2-Dribbling auf den Außen durch. Ich komme mit meinem Verteidiger nicht nach. Er kann dann quer rüberlegen auf den Spieler in der Mitte. Ich habe jetzt schon mehrfach in den Kommentaren bei Facebook gelesen, dass sie es scheiße finden, dass er quasi zum 3 zu 2 gesweatet hat. Also er hat einen sweaty Goal geschossen, aber das ist mir komplett Wumpe. Er hat es einfach schön erarbeitet, dass er in die Situation kommt und in dem Moment geht es einfach nur um das Tore schießen und dass es gesweatet ist, ist eh einfach total überflüssig, dass das so einen Begriff überhaupt gibt. Aber darüber müssen wir mal gesondert reden. Und das ist für mich absolut in Ordnung. Er hat sich den Treffer erarbeitet, schießt das 3 zu 2 und ich habe dann auch selber auf Dreierkette umgestellt, 3-4-3, eine sehr offensive Formation. Ich habe dann auch noch zwei sehr gute Flankensituationen. Einmal kriegt von mir einen Spieler bei 8 Metern eine Flanke, komplett frei, er hat keinen Gegenspieler. Ich hätte sie theoretisch auch annehmen können, ich habe mich aber dafür entschieden, sie direkt zu nehmen. Er nimmt einen Volley, trifft ihn nicht richtig, kommt sehr zentral aufs Tor und leider wird so die Chance vergeben. Und ja, natürlich kann ich ihn annehmen. Das Problem ist, First Touch ist halt immer so eine Sache. Es sieht mega dumm aus. Es wird auch häufig passieren, dass er den Ball nicht richtig angenommen bekommt, zu viel Zeit dabei verschwendet und dann wieder ein Gegenspieler dran ist und ich keinen sauberen Abschluss bekomme. Daher habe ich mich dafür entschieden, ihn direkt zu nehmen. Oh, was ist das denn? Wieso kommt da keiner dahin? Ma, ärgerliches Tor.
Und ja, dann habe ich da diese Flanke direkt genommen. Er kriegt den Volley nicht platziert. Und das war dann auch so meine letzte Chance. Ich hatte nochmal eine gute Kopfballsituation, wo sich der Ball ein bisschen zu spät senkt sich recht gefährlich eigentlich auf der langen Ecke, aber nicht früh genug. Und ja, das war es dann gewesen. Und ich habe dann leider das Finale, obwohl ich bis zur 88. Minute 2-1 geführt habe, verloren. Und es kann gut sein, dass ich quasi in der Zeit, wo ich den Führungstreffer geschossen habe, in der 77., ich nicht genug, sag ich mal, Zeit gespielt habe oder nicht genug ruhig gespielt habe, dass ich mir einfach da mit einer ruhigeren Spielanlage dann den Sieg auf jeden Fall auch, sag ich mal, erarbeiten hätte können. Ich weiß es nicht mehr. Ich kann mich nicht daran erinnern, was da passiert ist. Ich habe einfach keine Erinnerung dazu. Muss ich mir nochmal anschauen. Wenn ich Lust darauf habe, mir das anzuschauen, ist natürlich sehr bitter. Dass man hätte das alles in dem Moment besser machen können. Und nach dem Spiel, okay, schade, verloren. Aber mir wurde dann einfach, sag ich mal, in den Stunden danach immer mehr bewusst, wie ärgerlich das jetzt war, dass ich das Spiel nicht gewonnen habe. Was halt mich halt. Es gibt zwei Sachen, die mich da am meisten daran ärgern irgendwie. Zum einen ist es halt schade, dass er quasi, der jetzt das gewonnen hat, schon online seinen Platz qualifiziert hat. Also er wird online auch einen Platz gewinnen, hat jetzt offline einen gewonnen. Und ich hätte mich natürlich super wahnsinnig gefreut, bei dem Finale teilzunehmen in München. Und zum anderen, also das ist natürlich schade. Und ich habe schon mit dem von EA gesprochen, er hat gemeint, es wird wahrscheinlich online nachgerückt. Das heißt, ich gewinne dann jetzt auch nicht den Platz, weil er schon online hat, sondern es wird einer online den Platz bekommen, weil er Timo ist offline gewonnen hat. Oh, das ist gut. Oh, na scheiße. Ich wollte eigentlich ein Roulette machen, der macht so eine scheiß Ausweichbewegung. Und das ist das eine ein bisschen ärgerliche, aber da kann ja Timo nichts dafür. Hat einfach nur das Glück, dass er jetzt schon zwei Plätze quasi hat. Und zum anderen ist einfach, ich weiß, was es benötigt, dass man quasi ins Finale von so einem Spiel kommt, von so einem Turnier. Auch wenn man einfach vielleicht das Spielerische mitbringt, ist es einfach keine Selbstverständlichkeit, wenn man irgendwie gut an dem Tag spielt, dass man deswegen ins Finale kommt. Das bringt einem nichts. Du brauchst einen Ausrutscher, du brauchst ein schlechtes Spiel. Man muss auch einfach sagen, dass es sich teilweise sehr komisch spielt vor Ort. Der Input-Lag ist beim Livestream immer noch da und das sind einfach so viele Faktoren. Du musst einfach an dem Tag. Es gibt wahrscheinlich in der K.O.-Runde, ich weiß nicht, wie viele Spiele ich gespielt habe, 6, 7, keine Ahnung. Und von den 6, 7 Gegnern, die ich gespielt habe, von denen können mich 3 bis 4 ohne Probleme schlagen. Oder das können mich wahrscheinlich alle schlagen. Alle haben eine Chance, egal wie hoch die Chance ist, dass sie mich schlagen. Und genau, und du musst dann einfach das Glück haben, dass du dich einfach in diesen Spielen, wenn du besser spielst, auch dann durchsetzt. Und das ist keine Selbstverständlichkeit. Und es ist einfach, sage ich mal, sehr schwer, so weit zu kommen, auch wenn man vielleicht sehr gut spielt und spielerisch gegen jeden Einzelnen vielleicht ein bisschen besser ist. Das bringt einem nichts, weil man muss einfach in jedem Spiel immer wieder sich durchsetzen. Und das ist einfach sehr, sehr schwer. Es sind so viele Spiele, die man gewinnen muss, um so weit zu kommen. Und ich werde in Hamburg teilnehmen an dem Turnier. Aber nochmal so weit zu kommen, das wäre einfach, sage ich mal, schon eine krasse Leistung. Und natürlich einfach so nah dran zu sein, bis zur 88. Minute zu führen im Finale und dann das Spiel noch zu verlieren, ist einfach sehr bitter. Und das habe ich in dem Moment gar nicht so realisiert und gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Ist auch, glaube ich, gut so, dass man das in dem Moment gar nicht so denkt. Aber ich hatte auch nach dem Spiel noch nicht so, war noch nicht so enttäuscht. Aber jetzt wurde es mir immer mehr irgendwie bewusst. Und machen wir die Flanke auf den zweiten. Oh, wird abgefälscht, schade. Und was mir dann auch irgendwie so ein bisschen, irgendwie, als ich so drüber nachgedacht habe, worüber ich eigentlich froh sein kann oder vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht, dass man kein Profisportler ist oder dass es hier einfach quasi um ein lächerliches Qualifikationsturnier für die virtuelle Bundesliga gegangen ist. Ich meine, es gab Kopfhörer vielleicht zu gewinnen im Wert von 200 € und halt das den Platz fürs Finale, aber es ist einfach, okay, es ist ein geiler, also es hätte mich einfach wahnsinnig gefreut, dass ich irgendwie gezeigt hätte, hey, ich kann so ein Turnier gewinnen, ich habe das Potenzial dafür. Und aber es ist halt virtuelle Bundesliga, also ein Qualifikationsturnier. Es ist jetzt keine Champions League oder ähnliches. Und wenn man sich mal überlegt, boah, schade. Wenn man sich mal überlegt, was es teilweise für Finale, was von der Bedeutung dann gespielt wird, Champions League oder sowas und wie bitter zum Beispiel Bayern 2012 verloren hat oder halt auch, sage ich mal, damals gegen Manchester United 1999. Ich möchte mir gar nicht vorstellen, was in den Spielern dabei vorgeht oder wie das die innerlich zerfressen kann. Also das ist der Wahnsinn. Bei mir geht es hier nur um so ein lächerliches Qualifikationsturnier, habe ich ja schon gesagt. Und da geht es um eine Champions League oder sowas. Und ja. Aber dennoch ist es natürlich sehr ärgerlich und schön hier, wie Giovinco sich durchsetzt. Machen wir nochmal. Und dann wird er hier im letzten Moment vom Ball getrennt. Und das ist natürlich echt schade. Und ich meine, es gibt die Chance, es wurde mir auch von demjenigen von EA gesagt,
Ich soll mich auf jeden Fall bereithalten. Ich meine, ich bin ja eh aus München. Ich soll auf jeden Fall irgendwie. Es kann sein, dass vielleicht mal irgendjemand nicht kommt. Es kann sein, dass jemand ausfällt. Aber auch selbst dann, wenn ich jetzt so einen Platz für das Finale gewinnen würde, es hätte einfach nicht die gleiche Bedeutung für mich. Für mich geht es einfach darum, sich mit fairen Mitteln, oder nicht mit fairen Mitteln, sondern einfach auf normalen Weg, spielerisch, sich fürs Finale zu qualifizieren. Und nicht, weil da jetzt jemand nicht teilnehmen kann. Sondern ich möchte einfach, ich hätte mich einfach gerne spielerisch dafür qualifiziert und wie gesagt, nicht, weil da jemand ausfällt oder ähnliches. Und das ist natürlich schade. Also selbst wenn ich jetzt am Finale teilnehme, ich hätte es natürlich geiler gefunden, mich im Finale so zu qualifizieren, weil das einfach, sage ich mal, eine Leistung ist, auf die man stolz sein kann. Ich kann auch so auf meine Leistung stolz sein, da bis ins Finale zu kommen. Es ist keine Selbstverständlichkeit, natürlich nicht. Und ich werde natürlich mein Bestes geben für Hamburg. Ich habe einfach, denke ich, jetzt einen Vorteil, dass ich die meiste Erfahrung habe mit den Situationen vor Ort, einfach wie sich das Ganze spielt, wie sich der Spielmodus auf den PCs spielt, weil wenn man sich mal anschaut die Kommentare in der Community, sage ich mal, von den Leuten, die dort spielen, viele beschweren sich oder sagen so, ja, das ist nicht, das spielt sich komplett anders und ich habe da wahrscheinlich mit die meiste Erfahrung. Ich persönlich bin selber nicht so zufrieden mit meiner Spielanlage, was die virtuelle Bundesliga betrifft, bei den Offline-Events. Aber dennoch bin ich ja anscheinend in der Lage, damit ein bisschen umzugehen. Und das ist natürlich ein Vorteil, den ich habe, aber es wird schwer, in Hamburg nochmal so weit zu kommen. Ich werde natürlich mein Bestes geben. Ich habe auch wieder Chancen, aber das kann sein. Wie gesagt, das ist einfach das Kranke auch irgendwie so ein bisschen. Ich liege in dem ersten K.O.-Spiel gegen Moritz, auch einen guten Spieler, bis zur 80. Minute zu hinten. Wenn ich da nicht das Flankentor mache, dann fliege ich in der ersten K.O.-Runde raus. Wenn es dann uns 3 Stunden später ungefähr stehe ich als fast der sichere Sieger von dem Finale da. Das ist irgendwie so das Kranke, was passieren kann eigentlich. Also, das ist quasi von Hui zu oder von Flop zu Top alles drinne ist, einfach weil in einem FIFA-Spiel so viel passieren kann. Und von daher muss man einfach, um so weit zu kommen, ein bisschen Glück haben. Und das habe ich auch schon in Essen, glaube ich, mal in einem Interview da betont. Und das ist halt so. Und ja, das wollte ich erzählt haben. Ist noch ein anderer Punkt. Ja, genau. Ich meine, ich wäre ja auch fast in der Gruppenphase rausgeflogen. Wenn es nicht den direkten Vergleich gibt, dann kann es sein, dass ich dann da auch rausfliege. Und das sind halt alles so Sachen. Und dann, wie gesagt, Gruppenphase komme ich mit Ach und Krach durch und dann komme ich bis ins Finale. Das ist alles so marginal und das darf man natürlich nicht überbewerten, wie ob man jetzt so früh rausfliegt. Trotzdem hat man gegebenenfalls das Potenzial, sehr weit zu kommen. Gut, ich freue mich natürlich auf Hamburg. Neue Chance, neues Glück. Es ist die gleiche Chance, wie ich es in Berlin hatte, und die Chance war da. Und von daher mache ich. Es wird schwer, aber dennoch kann es passieren, dass der Knoten platzt. Ich meine, Frankfurt, erste K.O.-Runde raus, Essen, Viertelfinale raus, Hamburg, Finale raus, Berlin, Finale raus. Dann ist Hamburg ja irgendwie klar, was passieren wird. Jedes Mal gesteigert. Da bleibt ja nur noch der Sieg. Ich hoffe, dass es dazu kommen wird. Und ansonsten schauen wir mal, was passiert. Wie es vielleicht mit Nachrückern gehandhabt wird oder sowas, keine Ahnung. Aber dennoch, ich wollte mich eigentlich gerne spielerisch dafür so durchsetzen. Hat leider nicht ganz geklappt. Und ja, sind halt Erfahrungswerte, die man generieren muss oder die man ge generiert und gehört irgendwie so ein bisschen dazu. Und ich hoffe, euch hat es gefallen, so ein bisschen so Einblick zu bekommen in das ganze Erlebnis, so wie das so ist als Spieler. Und was ich auch nochmal irgendwie sagen muss, man muss halt aufpassen oder es lässt sich. Das muss ich auch nochmal betonen. Es lässt sich nicht vergleichen, wie man so zu Hause FIFA spielt, so zu Hause vor seiner Konsole oder ähnliches und dann vor Ort. Das sind zwei komplett unterschiedliche Welten. Das muss man sich auf jeden Fall mal bewusst machen. Von daher würde ich mal jedem empfehlen, an so einer Sache teilzunehmen, wenn man die Möglichkeit hat. Also für diejenigen. Achso, kann ich auch nochmal kurz erwähnen. Ich werde natürlich in Hamburg da sein. Da wird es auch wieder ein Abonnententreffen geben. Werde ich vielleicht nochmal separat ankündigen. Da wird natürlich auch Malte sein. Ich glaube, Georg denkt auch, dass er vielleicht anreisen wird. Mal schauen. Also von daher auch eine gute Gelegenheit, da nochmal uns auch zu treffen. Und jeden, der die Möglichkeit hat, würde ich empfehlen, daran probieren teilzunehmen, weil es einfach Erfahrungen sind. Wenn man an FIFA interessiert ist, macht es auf jeden Fall Spaß. Und wie gesagt, es ist was komplett Unterschiedliches, vor allem im Livestream mit der minimalen Verzögerung. Das sind einfach Erfahrungen und es lässt sich nicht vergleichen. Online, so hier mit der PS3 ein bisschen spielen, virtuelle Bundesliga ist was komplett anderes als dort vor Ort. Gut, das wollte ich so ein bisschen erzählt haben. Und ja, da haben wir hier nochmal, um jetzt auch auf die Spiele nochmal kurz einzugehen, habe ich jetzt fast gar nicht gemacht, habt ihr ja gemerkt, ich war ja, hatte super viel zu erzählen. Habe hier zwei Spiele sehr knapp gewonnen, 1 zu 0 und 2-1. Und ja, das lief so ein bisschen im Hintergrund. Ich hoffe, euch hat auch das gefallen und es war nicht ganz so schrecklich anzusehen, weil ich glaube, man hat teilweise schon doch ein bisschen gemerkt, wie ich abgelenkt war. Aber dennoch,
Zwei Siege eingefahren, das ist schon ganz in Ordnung. Ich hoffe, euch hat's gefallen und haltet euren Kasten sauber. Euer Taz. Man sieht, dass jetzt dieser Spieler wahrscheinlich diesem Spieler also der Verteidigungsspieler ist diesem Angreifer hier zugeordnet, dieser Spieler ist diesem Spieler hier zugeordnet und damit ergibt